Ja, dann geht es jetzt weiter auf Bühne 1 in unserem Datenbankblock und es folgt der nächste Vortrag zum Thema PostgreSQL. Ich begrüße den Franz Gusenbauer, der jetzt zu mandantensichere Geodatenverwaltung PostgreSQL Row Level Security einen Vortrag halten wird. Franz Gusenbauer ist Softwareentwickler und hat den Schwerpunkt beim Datenmanagement von großen Infrastrukturprojekten. Und ja, die Bühne ist eröffnet. Franz, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Mein Name ist Franz Gusenbauer, ich komme aus Österreich, genauer gesagt aus Salzburg. Und in meinem Vortrag heute geht es um mandantensichere Geodatenverwaltung mit Postgres Rollable Security. Ein bisschen sperriger Begriff, aber wir werden uns jetzt das genauer anschauen, was da dahinter steckt. Kurz zu meiner Person. Ich bin Softwareentwickler, seit 4 Jahren selbstständig und bin im Bereich Infrastruktur tätig, also ich betreue große Infrastrukturprojekte beim Datenmanagement. Das sind Tunnelbauwerke, große Leitungsprojekte und bei diesen Projekten fallen eine Menge Daten an, auch viele räumliche Daten und die gilt es zu strukturieren und zu verwalten. Und wenn man jetzt mehrere Projekte betreut, stellt sich immer die Frage dieser Mandantenfähigkeit. Wie bilde ich mehrere Projekte in einer Datenbank ab? Und genau um dieses Thema geht es heute. Diese Mandantenfähigkeit bedeutet die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Mandanten. Das können jetzt Kundenprojekte oder auch Gemeinden sein, in einer einzelnen Instanz einer Softwareanwendung. Man kann auch sagen, physisch integriert, aber logisch getrennt. Und es gibt mandantenfähige Systeme, unser Dateisystem ist mandantenfähig. Ich kann ja Ordner definieren, dort Dateien reinlegen und sie für bestimmte Personen freigeben. Das macht man auch und hat aber Vor- und Nachteile. Also ist auch performancemäßig nicht optimal und ist immer der Wunsch da, diese File-Strukturen in der Datenbank überzuführen. Und um genau das geht es heute. Also wenn wir uns das anschauen, wie bekomme ich Daten aus einem Dateisystem, unterschiedliche GIS-Layer wie Bohrungen, Quellen etc. in eine Datenbank und erhalte mal diese Mandantenfähigkeit. Gibt es im Grunde drei Möglichkeiten. Ich kann sagen, jede Mandant ist eine Datenbank. Also wenn ich jetzt drei Projekte habe, kann ich drei Datenbanken erzeugen. Kein Problem. Wenn ich jetzt 20, 30, 40 Projekte habe, wird das schon ein Problem. Auch sehr wartungsintensiv, wenn ich 40 Datenbanken warten muss. Eine zweite Möglichkeit wäre eine Datenbank, aber pro Mandant ein Schema. Damit ist aber auch nicht viel besser. Im Grunde muss man auch die Datenstrukturen immer doppelt halten. Ich muss in jedem Schema Mandant 1 die Datenstrukturen vorhalten, außer auch im Schema 2 bis zum Schema N. Also es ist jetzt nicht viel effizienter, vielleicht ist es zum Warten einfach, weil ich nur eine Datenbank habe, aber ideal ist es auch nicht. Und die dritte Möglichkeit, und das möchte ich gemeinsam genauer anschauen, ist eine Datenbank und ein Schema. Und die Mandanten werden über Zeilensicherheit abgebildet. Und das ist eigentlich die effizienteste Möglichkeit, wie ich diese Daten, die vorher im Filesystem lagen, in eine Datenbank reinbringe und trotzdem die Sicherheit aufrechterhalte, dass Benutzer A nur Projekt 1 sehen darf und Benutzer B nur Projekt 2. Was braucht es dazu, wenn man jetzt so eine Row-Level Security implementieren möchte oder Zeilensicherheit? Also man braucht zuerst einmal die Policies auf der Tabellenebene, also jede Tabelle, wo man das einschaltet, braucht Policies. Das nennt sich Sicherheitsrichtlinien. Und für diese Richtlinien braucht man eine weitere Spalte. Das ist die Mandantenspalte oder Tenant-ID. Das heißt, jede Tabelle bekommt zum Schluss noch eine Mandantenspalte, das kann sein Projekt-ID, Gemeinde-ID oder auch Kunden-ID, damit man diese Zeilen auch später noch unterscheiden kann, damit man weiß, Tenant-ID 1 gehört zum Projekt 1, 2 zum Projekt 2 und so weiter und so fort. Dann braucht man noch eine Filterfunktion, das ist praktisch die Logik, die dahinter steckt und
Da wird definiert, welche Regeln gelten, damit Benutzer A, welche Daten darf Benutzer A sehen, welche Daten darf Benutzer B sehen. Da kommen wir noch später dazu. Und zum Schluss braucht man noch ein Datenbank-Management-System, das das auch unterstützt. Postgres unterstützt es seit Version 9.5, das ist seit 2015, und MS SQL Server seit Version 2016. Also die beiden unterstützen das, auch Oracle unterstützt das, aber jetzt haben wir die beiden exemplarisch hervorgehoben. Ich beschäftige mich jetzt nur mit Postgres, weil es um räumliche Daten geht und da ich immer Postgres im Hintergrund dabei ist. Gut, das ist die Tenant-ID und das ist ein kurzer Exkurs zur Postgres-Dokumentation. Und wenn man jetzt da anfängt, man muss zuerst einmal für jede Tabelle die Zeilensicherheit einschalten. Das ist ein Befehl, alter Table, enable row-level security. Und dann ist sie aktiviert. Wenn man jetzt ein Select absetzt auf diese Tabelle, dann bekommt man genau gar nichts zurück, weil einfach keine Regeln definiert sind. Das heißt, im nächsten Schritt muss man diese Policies definieren. Und das macht man mit Create Policy. Man kann es auch ändern und löschen mit Drop. Man kann auch mehrere Policies für eine Tabelle definieren. Zum Beispiel für Insert, Update, Delete unterschiedliche Policies. Und das Using Statement, das ist dann die Filterfunktion für bereits bestehende Daten und With Check ist der Filter auf neue Datensätze. Also das wäre Using wäre praktisch Select und Delete, also Filter auf bereits existierende Datensätze und With Check wäre Insert Update. Es gibt ein paar Ausnahmen bei der Global Security und zwar der Super User und der Table Owner, die ignorieren diese Policies. Das heißt, da greifen diese Sicherheitsringe nicht, das muss man wissen. Man kann auch Rollen oder Benutzer in Postgres erzeugen mit der Option Bypass RLS. Also die ignorieren die Policies ebenfalls. Und ein dritter Punkt ist noch wichtig, Datenbank-Views. Das ist ein bisschen irreführend. Die ignorieren die Policies ebenso. Aus dem einzigen Grund, weil die Views werden mit einem bestimmten Benutzer erzeugt. Das wird wahrscheinlich der Datenbank-Owner sein. Und bei dem greift die Policy auch nicht. Also bei Views bekommt man immer alle Datensätze zurück und da greifen die Policy nicht. Das muss man wissen. Wenn man jetzt Views verwenden müsste, müsste man diesen Filter, diese Where-Clause manuell noch einbauen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wichtig ist, auf Tabellenebene greift dieser Filter immer. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, wenn ich diese Policy aktiviere und dann ein Select absetze, dann wird zum Schluss oder auch zu Beginn wird praktisch dieser Filter angewandt, diese Policy. Das ist wie eine Erweiterung der Where-Clause, wenn man jetzt Daten abfragen würde. So eine einfache Policy wäre hier, wo man sagt, gib mir alle Datensätze zurück, wo der Username gleich dem Current User ist. Damit kann man schon mal mit dieser einfachen Policy die Datensätze pro User trennen. Das heißt, damit es gewährleistet, dass ich nur meine Datensätze bekomme, wo Username Gusenbauer ist zum Beispiel. Hier ist es schon komplizierter. Hier sind zwei Policies. Die erste Policy ist auf Select und die gibt immer True zurück. Das heißt, alle sehen alle Datensätze. Und die zweite Policy hat wieder die Filterfunktion User, nämlich der Current User. Und so kann man das beliebig kombinieren. Man kann auch komplexe Statements definieren darin. Und das werden wir uns jetzt genauer anschauen, wie das funktioniert. Mein Ziel ist es, Daten aus dem Dateisystem, die in Ordner strukturiert sind, projektweise in eine Datenbank überzuführen. Und was es dafür braucht, ist einmal Rollen und Benutzer. Im Dateisystem hat man Rollen und Benutzer. Man kann jedes Verzeichnis schützen und das brauchen wir jetzt auch. Also ich möchte es so einfach wie möglich halten. Es gibt in diesem Szenario nur GIS-Manager-Rolle und GIS-Operator-Rolle. Der GIS-Manager ist zuständig für das Verwalten von Berechtigungen. Wenn jetzt in der Datenbank N Projekte abgelegt sind, kann der GIS-Manager regeln, wer welche Projekte sieht und wer welche Projekte schreiben darf.
Und die zweite Rolle wäre der GIS-Operator. Der ist dann zuständig wirklich für das Bearbeiten der GIS-Daten. Der kann sonst nichts außer GIS-Daten bearbeiten. Das war das SQL-Statement dazu, also das Standard SQL Create Role und ein bisschen mit Vererbung. Was man hier gleich sieht, ist diese Option Bypass RLS, weil ich möchte, dass die Rolle GIS-Manager die Sicherheitslinien, die Policies ignoriert. Der soll immer alle Daten sehen können. Die anderen Benutzer nicht, aber der GIS-Manager, der sieht immer alles. Deswegen hat er bei GreatRole diese Option Bypass RLS dabei und damit kann dieser Benutzer dieser Rolle immer alle Daten einsehen. Als zweites braucht man Systemtabellen. Ich möchte abbilden, welcher Benutzer in welchen Projekten Lese- bzw. Schreibrechte hat. Und das muss ich irgendwo verspeichern und da bietet sich die Datenbank an. Also im Grunde braucht man eigentlich nur zwei Tabellen. Eine Projekttabelle, wo die Projekte verspeichert sind, einfach mit Name und ID. Und eine Projektmitarbeitertabelle, wo die Beziehung zwischen Projekt, diese End-to-End-Beziehung zwischen Projekt und Postgres-Benutzer abgebildet ist. Also das ganz rechts ist eine fiktive Tabelle, die gibt es jetzt nicht, das sind die Postgres-Benutzer. Und so kann der GIS-Manager über die Tabelle Projektmitarbeiter genau regeln, welcher Postgres-Benutzer in welchem Projekt Lese- bzw. Schreibrechte hat. Das sind die beiden Fremdschlüssel, Projekt-ID und Benutzer, und das wäre die End-to-End-Tabelle. Das wäre das SQL dazu. Einfache Create Table Statements. Was hier vielleicht wichtig ist, die Indizes sind wichtig. Also diese Policies werden bei jedem Select angewandt. Auch wenn man Cookies einen Zoom anstößt oder die Karte verschiebt, werden diese Policies getriggert und werden ausgeführt. Deswegen muss man immer genau achten, dass die Indexe richtig gesetzt sind und dass auch die Indexe verwendet werden. Das ist ganz wichtig. Dieses Aktivfeld hat den Zweck, dass die einzelnen GIS-Operatoren ihre Projekte aktiv schalten können. Es macht keinen Sinn, wenn ein GIS-Operator 100 Projekte, wo er Mitglied ist, dass er immer alle 100 Projekte vor sich sieht, sondern er soll die Projekte selektiv aus- und einschalten können, damit er nur einem Projekt arbeitet. Das heißt, das ist dieses Aktivfleck, wo der Benutzer GIS-Operator auch Schreibrechte hat. Und dann haben wir auch die Datentabellen. Ich habe jetzt exemplarisch zwei Tabellen Bohrungen und Quellen hinterlegt. Was man hier sieht, das ist der Fremdschlüssel Projekt-ID. Das heißt, in jeder Datentabelle muss diese Tenant-ID mit verspeichert werden, damit man weiß, wo gehört dieser Datensatz überhaupt dazu. Und diese Tenant-ID ist eigentlich ganz zentral und da muss auch immer ein Index drauf sein. Wenn man sich jetzt das SQL der Datentabellen anschaut, das ist auch Standard-SQL mit Geometriespalten und so weiter. Wichtig ist die Spalte Projekt-ID, verweist auf die Tabelle Projekt. Also das ist der Fremdschlüssel aus der Tabelle Projekt. Die muss in jeder Datentabelle vorhanden sein, weil die Policies auch genau auf diese Spalte dann gehen und die auswerten. Darum sind die Indexe wichtig und dieser Trigger ist auch wichtig, weil ich möchte ja nicht, ich habe so einen Update-Trigger eingebaut als Sicherheit, damit wenn einmal ein Datensatz einem Projekt zugeordnet ist, dass keiner jetzt versehentlich das ändern kann, auch kein Super-User. Das heißt, dieser Update-Trigger schaut immer darauf, dass sich diese Spalte Projekte, die unveränderbar ist. Man legt sie einmal an, er bekommt eine Projekt-ID und das war's. Und jetzt komme ich zu den eigentlichen Policies bei der Role-Level Security. Und zu Beginn muss man mal für jede Tabelle die Policy aktivieren mit Enable Role-Level Security. Und in einem zweiten Schritt wird sie dann erzeugt. Create Policy on Bohrung as Permissive, as Restrictive. Das heißt, ob jetzt die Policies mit OR oder mit AND verknüpft werden. Und dann gibt es noch die entsprechenden Filterfunktionen.
Das heißt, die werden bei jedem Select dann ausgewertet. Bei jedem Select, Insert, Update, Delete werden diese Filterfunktionen ausgewertet. Und die machen nichts anderes. Die schauen nach, ist der aktuelle Benutzer in dem aktuellen Projekt von dieser Row, ist der da Mitarbeiter, hat er Lese-, hat er Schreibrechte. Das heißt, das kann man sich jetzt in Ruhe anschauen, aber diese Policies greifen dann bei jedem Select. Also wenn man Cookies einen Zoom macht oder die Karte verschiebt, werden diese Policies durchlaufen. Und so ist man geschützt, dass man jetzt nicht fremde Daten einsehen kann. Ich habe jetzt Testdaten vorbereitet, in dem Fall 100 Projekte. Und in jedem Projekt werden 1000 Bohrungen angelegt. Das geht jetzt automatisiert. Und zum Schluss werden dann Projektmitarbeiter noch hinzugefügt. Das heißt, ich füge den Projektmitarbeiter Huber beim Projekt 1 bis 75 dazu und den Projektmitarbeiter Hauser Projekt 25 bis 100. Und zum Schluss schalte ich noch für den Benutzer Huber die Projekte 1, 2, 3 aktiv. Das heißt, die sieht er auch beim ersten Mal einsteigen und kann sofort losarbeiten. Und nochmal kurz zu den Rollen und Benutzern. Wenn jetzt der Benutzer Meier in der Rolle GIS-Manager in Cookies einsteigt, dann sieht er genau das. In dem Fall 100 Projekte mit je 1000 Bohrungen, also 100.000 Datensätze. Wenn da die Indexer nicht greifen, dann merkt man das sofort in Cookies, weil dann hat man immer eine Verzögerung von 2 bis 3 Sekunden beim Zoomen und beim Verschieben der Karte. Wenn die Indexe funktionieren und verwendet werden, dann hat man überhaupt keine Performance-Einbußen und kann auch Millionen von Daten verarbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Aber was macht dieser GIS-Manager? Der ist eigentlich nur zuständig, die Berechtigung zu verwalten. Welcher Benutzer darf in welchem Projekt Daten lesen und schreiben? Und dazu hat er die Tabelle Projektmitarbeiter, wo er Datensätze anlegen kann, Projekt 001. Der Benutzer Huber lesen darf er, schreiben darf er und aktiv ist auch. Projekt 2 darf er lesen, schreiben. Im Projekt 3 darf er lesen, aber nicht schreiben. Und so weiter und so fort. Also das kann er da steuern. Da kann er beliebige viele Benutzer, also kann er alle Postgres-Benutzer jetzt verwenden und hier einfügen und so dem Benutzer die Berechtigung auf dem Projekt geben. Und alle Datentabellen, die was mit dem Projekt verknüpft sind, da greift diese Policy dann. Das heißt, das können Bohrungen und Quellen sein, egal. Das heißt, diese Sicherheit geht dann über alle Datentabellen drüber. Und jetzt schauen wir uns den Benutzer Huber noch an. Das ist praktisch der Benutzer, der was als GIS mit der Rolle GIS-Operator und der ist für das Bearbeiten der GIS-Daten zuständig. Wenn der einsteigt, sieht er nur drei Projekte, diese drei Projekte unten, 1, 2, 3, weil die aktiv geschalten sind. Der Benutzer Huber kann jetzt auch selber seine Projekte, wo er dabei ist, aktiv schalten. Nur die Projekte, wo er wirklich Mitglied ist und kann sagen, jetzt möchte ich nicht drei Projekte, sondern ich möchte 15 Projekte sehen. Dann stellt er die auf True bei aktiv und sieht dann 15 Projekte. Und so kann er selektiv Projekte aus- und einschalten. Und dadurch, dass er nur Rechte auf dieser Spalte aktiv hat, ist das auch sehr sicher, weil er die anderen Spalten der Tabelle Projektmitarbeiter kann er nicht ändern. Gut, das war jetzt der Benutzer Huber. Und so, der Vorteil ist, man kann in Cookies arbeiten ohne Plugin. Das heißt, er kann hier mehrere Projekte gleichzeitig dann wechseln, bearbeiten, wie er es gerade braucht und ist auch mehr benutzerfähig. Und so könnte man oder kann man, es gibt schon ein Beispielprojekt bei mir, wo man wirklich mit Cookies in der Datenbank mehrere Projekte bearbeiten kann. Das können eben nicht nur Projekte, das können auch Gemeinden sein und können auch Kunden sein. Das ist von dem her ganz egal. Kurz noch die Zusammenfassung. Also die wichtigsten Punkte, was für Rollover Security spricht, wären der geringe Admin-Aufwand. Ich habe nur eine Datenbank, ein Schema und nur, ich muss die Struktur nur einmal vorhalten. Also wenn ich eine Strukturänderung habe, dann mache ich es genau einmal. Dann die Sicherheit ist auf Datenbankebene ganz unten. Das heißt, ich kann mit allen Clients reinfahren. Ich kann auch mit einem Geo-Server reinfahren, dann greift es. Ich kann auch mit einem PG-Admin einfahren und die Sicherheit greift trotzdem.
Es ist einfach zu skalieren. Neues Projekt, neue Nummer, neue Kunde, neue Nummer. Und ein wichtiger Punkt ist, die Cookies-Anbindung erfolgt ohne Plugin. Das ist wichtig. Das heißt, ich habe eigentlich nur eine Master-Cookies-Projektdatei, wo ich alle Projekte abbilden kann. Das heißt, durch das, dass ich im Cookies selber über die Tabelle Projektmitarbeiter meine Projekte aktiv und inaktiv schalten kann, komme ich mit einer Masterdatei aus. Das heißt, das ist auch ein Effizienzgewinn. Und ein Nachteil oder ein könnte ein Nachteil sein, dass man heterogene Datenbestände nicht abbilden kann. Eben weil sich alle Projekte eine Tabelle teilen. Das heißt, es kann nicht sein, dass ein Projekt dann die Tabelle Bohrung im Projekt 1 andere Strukturen, andere Felder hat als im Projekt 2. Also das muss harmonisiert sein. Ich denke aber, dieser Nachteil kann auch ein Vorteil sein, wenn man sich überlegen muss, welche Datenstrukturen baue ich überhaupt auf, um eben mehrere Projekte zu verwalten zu können. Gut, das war jetzt ein kleiner Überblick über diese Postgres-Zeilensicherheit. Ich bin ja schon über der Zeit, aber wenn Fragen sind, dann bitte gerne. Danke. Ja, Franz, herzlichen Dank für den tollen Vortrag zur Row-Level-Security und die anschaulichen Beispiele, auch die Code-Beispiele und das Kugis-Projekt am Schluss. Das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen, wie das Ganze umgesetzt werden kann und auch wie einfach das ist. Und wir sehen es am Applaus und an den Herzchen. Der Vortrag ist sehr gut angekommen und es gibt auch sehr viele Fragen im Chat, die ich jetzt an dich stellen möchte. Fangen wir mit der ersten Frage an. Die lautet, kann man über Policy-Funktion auch ein Schema für Benutzergruppen vollständig ausblenden? Also vollständig ausblenden glaube ich nicht, weil es ja nur Filter auf eine Tabelle. Das erweitert die Workflows. Aber es hindert es nicht, dass man Strukturen sieht. Ich glaube, das ist nicht möglich. Okay. Dann haben wir eine Frage. Hat das Teilen der Datenbank für mehrere Kunden Einfluss auf die Performance? Na, solange die Indexe greifen, merkt man dann nichts. Also das ist das Wichtige. Also wenn sie nicht greifen, die Indexe, dann hat man ein Problem. Das merkt man sofort im Kugel, dann hat man ein Lag vor 2-3 Sekunden. Einfach, dass immer durchlaufen wird. Wichtig ist, man muss diese Filter inline definieren. Also man kann es nicht in der Funktion auslagern, aber performancemäßig, wenn man das richtig macht, ist das kein Thema. Okay. Und wenn ich eine Tabelle sichere, gebe ich den Nutzer an, werden dann nur die Daten dieses Nutzers gesichert? Wenn man Tabelle sichert, wie sichert man Tabelle, wenn man es nur exportiert, geht das nicht mit. Also, aber wenn man jetzt ein Budget-Dump macht, geht das natürlich mit. Also diese Role-Securities gehen mit beim Budget-Dump. Ja, denke ich auch. Ne? Gut, dann schauen wir mal weiter. Das Ranking. Also ich denke, wir werden alle Fragen auch stellen. Wo greifen die Benutzerrollen ein? Ist das eine Rolle, gleich ein Postgres-Benutzer oder auf eine andere Art und Weise? In dem Beispiel ist es ein Postgres-Benutzer. Darum ist auch in der Filterfunktion der Current User eingebaut. Das ist praktisch der User in der aktuellen Session. Man kann das aber auch anders bauen. Also wenn man jetzt eine Web-Applikation baut, dann wird man das über JSON-Web-Token und über Umgebungsvariablen dann machen. Dass man das bevor der Abfrage einfach setzt und dann ist genau der Kontext vorhanden, den man braucht, damit die Zeilensicherheit greift. Aber es ist jetzt nicht auf den Postgres-Nutzer beschränkt. Also da kann man beliebige Kriterien finden, wie man jetzt das einbaut. Also das ist kein Problem. In dem Fall ist Postgres-Benutzer, weil mit Cookies ist eine 2-Schichten-Architektur, da muss ich direkt mich mit Postgres verbinden, da brauche ich den Postgres-Benutzer, bietet sich das an. Genau, also hier gibt es auch eine Frage nochmal zu Kugis und dem Lesen von oder dem Öffnen von Tabellen. Also vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Also wenn ich Kugis anbinde, ist da eine Frage, wird der Nutzer durchgereicht, der beim Einlesen der Tabelle angegeben wird? Richtig, das heißt dann aber für jeden Nutzer ein Kugis-Projekt. Und ich glaube da... Ja, es ist ein Projekt. Das ist der Vorteil, dass es ein Projekt ist. Weil ich kann diese Credentials in den Safe auslagern, in den Cookie Safe, und damit ist das eigentlich
Das ist ja gerade der Vorteil. Ich habe ein Projekt, Datei für alle Projekte. Ich kann das Styling einmal machen. Der einzige Nachteil ist, dass einfach die Attribute über die Projekte gleich sein müssen. Es macht keinen Sinn, wenn es sehr heterogen ist, wenn ein Bundesland andere Attribute verwaltet als im anderen Bundesland. Mhm. Also das ist einfach ein Nachteil. Genau, und man kann ja bei QGIS auch mit der PG Service Conf arbeiten, also entweder mit einer Anmeldung oder mit diesem Save, den du angesprochen hattest, genau. Oder mit so einer PG Service Conf, wo dann auch quasi die individuellen Credentials dann abgelegt werden. Und es gibt noch eine Frage, funktioniert es auch mit dem QGIS Server, um Rechte zu vergeben? Ich kenne den QGIS Server, ich kenne nur den SGO Server und da gibt es Möglichkeiten, dass man vor einer Transaktion oder vor einer kann man SQL indizieren und kann den Kontext setzen. Mhm, okay, ja. Es geht bei GeoServer, bei QGIS-Server weiß ich das leider nicht. Also bei GeoServer gibt es eine Möglichkeit, bevor jetzt die Abfrage startet, dass man einen Benutzer setzt oder eine Rolle setzt und dann hat man den Kontext, auf dem dann die Zeilensicherheiten aufbauen können. Mhm. Man kann auch mit GeoServer das machen, aber mit QGIS natürlich einfacher, das ist keine Frage. Ja, also genau, beim QGIS-Server würde es sicherlich auch über die PG-Service-Conf gehen, aber dieses Dynamische ist die Frage, genau, muss ich nochmal genauer antworten. Genau, das ist die Benutzerverwaltung. Also, wenn man direkt mit, wenn man Web-Application baut, dann hat man eigene Benutzerverwaltung und schlüpft nur in die Rolle rein. Wenn man jetzt mit, direkt mit QGIS arbeitet, muss man die Rolle definieren im Postgres. Aber das ist wirklich für zwei Schichten Architekturen, wo das QGIS direkt auf die PostGIS-Datenbank zugreift. Mhm. Okay, gut, dann müssen wir gleich auch schon zum Ende kommen. Eine Frage hätte ich noch. Genau, hier geht es nochmal um die Policy und kann die automatisiert für alle Tabellen in einem Schema vergeben werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe zuerst versucht, das Ganze in der Funktion auszulagern. Nur dann greift man aus irgendeinem Grund die Indexe nicht. Also man muss das Inline SQL definieren und ich helfe mir da immer über dynamisches SQL. Also kann man das für ein ganzes Schema einfach eine Funktion bauen, wo für ein ganzes Schema, wo die Projekte, die, wenn dieser Kennende, die vorhanden ist, automatisch die Policies gesetzt werden. Mhm. Das ist eigentlich, aber es muss eben wirklich Inline SQL sein. Das darf keine Funktion sein, sonst greift es nicht. Mhm. Greifen die Indexe nicht, sondern es ist wirklich langsam. Gut, ja, das war auch sicherlich nochmal wichtig, auf die Frage einzugehen. Und dann haben wir noch eine letzte Frage. Wie schätzt du denn die Verbreitung der Nutzung dieser Row-Level-Security ein? In diesem Bereich echt gar nicht, glaube ich, oder? Es ist relativ neu. Obwohl, wenn man jetzt wirklich Daten von Verzeichnissystemen in Datenbanken migriert, braucht man diese Mandanten. Und man möchte auch skalieren. Ich möchte nicht ein Projekt, zwei, sondern möchte 100.000 Projekte abbilden können. Und da kann ich jetzt nicht mit 100 Datenbanken arbeiten oder mit 100 Schemata. Ich muss es immer mit zeilenweise dann abarbeiten, weil es auch für die Wartung viel einfacher ist. Ich muss jedes Update ist immer nur einmal und nicht 100 Mal. Also es ist vom Wartungsaufwand viel geringer und ich habe alle meine Projekte laufen so. Auch wenn ich nur einen Mandanten habe, ist es per se mandantenfähig, man weiß ja nie. Und ich sage immer, neues Projekt, neue Nummer. That's it. Und damit kann ich schon loslegen. Also ich habe da große Infrastrukturprojekte, die was da in ein System laufen und die kommen sich nicht in die Quere. Das ist alles isoliert und ist zum Managen sehr einfach eigentlich. Man muss halt zu Beginn überlegen, wie schauen die Policies aus und definiere sie und geht. Also das. Ja, genau. Ich denke auch, du hast das gezeigt in deinem Vortrag, wie einfach das einzurichten ist und hast ja da auch schon viele Erfahrungen jetzt gesammelt. Herzlichen Dank nochmal, Franz Gusenbauer, für deinen Vortrag.